Die Erfahrungen und die positiven Erfahrungen haben uns auch veranlasst, hier eben einen 8-Punkte-Plan zu generieren und den in den kommenden Monaten und auch Jahren zu realisieren. Es sieht vor, erstens ein Portal Digitale Schule, der Kanzler hat es schon angesprochen, das wird derzeit programmiert und wird mit Beginn des nächsten Schuljahres, also des Schuljahres 2020/21 zur Verfügung stehen. Was wesentlich ist bei diesem Portal, es integriert alle wichtigen Anwendungen unter einer ID, unter einem Passwort. Das digitale Klassenbuch, die digitale Notenverwaltung, die digitale Kommunikation der Lehrenden mit den Eltern und den Schülern. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Schüler auch alle sehr begeistert sind, weil ohne weiteres kann dann eine SMS den Eltern geschickt werden, wo bleibt der Hans, ist er krank? Also möglicherweise kann es auch durchaus zu mehr Kontrollmöglichkeiten kommen, aber unterm Strich Mitteilungshefte, analoge Klassenbücher werden verschwinden. Zweitens werden wir die Plattformen vereinheitlichen. Das ist auch eine Erfahrung der letzten Wochen gewesen. Eltern haben, glaube ich, zu Recht darüber geklagt, dass es an einer Schule mehrere digitale Plattformen gibt. Das führt zur Verwirrung. Das hat auch den Lernaufwand erhöht. Wir werden hier den Schulen klar sagen, entscheidet euch für eine Lernplattform. Und wir werden den Schulen auch Tools zur Verfügung stellen, wo man dann bestimmte Inhalte der anderen Plattformen migrieren kann. Wir machen drittens eine Fortbildungs-MOOC, Mass Open Online Course. Sie kennen MOOCs, digitale, relativ kurze Sequenzen, Bildsequenzen, die in der Lage sind, bestimmte Inhalte, wie soll ich sagen, zielgruppenadäquat zu präsentieren. Diese MOOCs müssen gut produziert werden, damit keine Ermüdungseffekte entstehen. Wir werden das mit den pädagogischen Hochschulen, aber auch mit, wie soll ich sagen, filmaffinen Künstlern machen. Die müssen Qualität besitzen und sie werden dazu dienen, dass eben Lehrer und Lehrerinnen mit den Methoden von Distance Learning vertraut gemacht werden. Viertens, wir haben sehr viel an digitalen Materialien in einer Edothek gesammelt, aber diese Edothek dauert manchmal zu lang für die Benutzer, also für Lehrer und Lehrerinnen, damit sie genau die Inhalte, die sie vielleicht für die nächste Stunde brauchen können, auch finden. Wir werden diese Edothek daher sortieren, kategorisieren und mit den Lehrplänen in Einklang bringen, insbesondere auch mit den Lehrplänen, die wir derzeit in Ausarbeitung haben. Das ist ein wichtiger und grundsätzlicher Schritt, damit das beides eben miteinander funktioniert. Mein fünfter Punkt, Gütesiegel Lern-Apps. Klar, wir müssen, es genügt nicht nur Hardware, wir müssen auch vernünftige Inhalte transportieren können. Es entstehen derzeit unglaublich viel digitales Material im Netz, überall. Vieles, was entsteht, ist nicht ganz so gut. Manches ist gut, vieles ist auch gar nicht bekannt einem durchschnittlichen Lehrer. Wir werden hier Lern-Apps prüfen, nach pädagogischen, inhaltlichen Gesichtspunkten prüfen und denen gleichsam ein Gütesiegel verpassen, sodass auch jeder weiß, das ist eine Lern-App, anwendbar in Englisch, in Geografie oder in Geschichte. Sechster Punkt, Ausbau der schulischen IT-Infrastruktur. Unsere Schulen sind ganz gut, aber nicht sehr gut mit IT ausgestattet, insbesondere hinsichtlich des Anschlusses an leistungsfähige Netze.